just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Hallo meine Lieben, heute ein Fashion Haul Video für euch, und zwar habt ihr euch das gewünscht, nachdem ich ein Bild auf Instagram gepostet hatte. Ja, da kamen einige Anfragen, ob ich nicht ein Video draus machen könnte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Das soll nämlich als kleine Inspiration für euch dienen, denn die Sachen sind noch top aktuell, also sie sind noch erhältlich sozusagen. Ich habe extra nochmal geschaut. Ich war nämlich an verschiedenen Tagen shoppen, und als ich jetzt das letzte Mal in der Stadt war, habe ich extra für euch nochmal geguckt. Nicht, dass ich euch jetzt hier irgendwas erzähle, also falls euch irgendwas in dem Video jetzt gefällt, was ich euch zeige, geht mal los, probiert es euch an, und wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann würde ich sagen, schlag zu. Und ja, ich war bei H&M, ich war bei Zara, IM und bei Zapata. Das ist, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das auch bei euch in der Stadt gibt. Da gibt es halt verschiedene Marken von Only, Pepe Jeans, Guess. Ja, alles Mögliche halt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Sachen, die zeige ich euch auch noch. Und ich würde sagen, wir legen mal bei H&M los. Ich habe mir jetzt nochmal eine Bluse gekauft, die ich schon in zwei Versionen quasi habe. Also dieselbe Bluse, nur in verschiedenen Farben. Und zwar einmal in weiß und einmal in dunkelblau. Ich habe damit auch schon Videos gemacht. Ihr werdet jetzt gleich wissen, von was ich spreche. Und zwar von dieser Bluse hier. Ich musste diese Farbe unbedingt mitnehmen, dann für den Sommer, beziehungsweise jetzt für den Frühling, einfach einen Blazer drüber. Ich mag die so, so gerne anziehen, diese Bluse. Ich finde die total schön. In blau hatte ich die auf dem Scholl-Event an. Ich hatte dann einen pinkfarbenen Blazer drüber, und ja, da ist man halt angezogen. Ne? Für 19,99 € kann man da nichts falsch machen. Ich finde sie halt super edel mit diesen Nähten hier vorne. Ne? Also das wertet halt das Ganze total auf. Ich mag die super gerne, die Bluse, und die werdet ihr auf jeden Fall in irgendeinem Video mit Sicherheit sehen. Also da könnt ihr davon ausgehen. Dann habe ich mir noch einen Rock mitgenommen, und zwar diesen hier. Ich stehe nämlich im Moment total auf diese Farbe, auf dieses ja, Kobaltblau. Ist ein bisschen durchsichtig, aber da ist noch ein Unterrock, damit man ja nichts sehen kann. Und bei dem Rock hier habe ich mir halt gedacht, dass ich den dann anziehe, wenn ich mit den Kindern ja, zum See fahre oder ins Schwimmbad. Einfach ein Bikini drunter, und dann kann man den halt ruckzuck ausziehen. Und ja, macht aber trotzdem ein bisschen was her, finde ich. Auch die Farbe gefällt mir total gut, und der hat, glaube ich, nur 10 € gekostet. Ja, 9,99 €. Und deshalb musste ich den auch mitnehmen. Dann habe ich mir noch ein Bikini in der Farbe mitgenommen, und zwar ja, diesen hier. Ja, den zeige ich jetzt nicht so genau in die Kamera. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz tolle Bikinis im Moment bei H&M. Haben mir auch super gut gefallen, und halt gerade die Farbe. Und dann habe ich mir noch eine Hose mitgenommen, und zwar diese hier. Die sieht jetzt so aus, in diesem, ja, grau. Die hat halt als Detail, was mir ja im Moment total gut gefällt, wer mir schon länger zuschaut, weiß das auch, ja, von meiner Leder-Imitat-Leggings. Die hat ja auch diese Nähte hier. Das ist halt schön, wenn man so in die Knie geht, dann geht es halt nochmal so mit. Und das ist halt für mich ein absoluter Hingucker, auch mit diesen Reißverschlüssen hier, ne, unterm Knie oder hier an der Seite. Also mir gefällt sie halt total gut. Von der Farbe her, naja, also ich möchte halt jetzt so ein bisschen eher farbige Sachen kaufen, aber für abends, wenn man mal weggeht, ja, finde ich die echt nicht schlecht. Und die hat gekostet 39,99 €. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich habe ewig lang danach gesucht. Ich ja, hatte dann zwei Verkäuferinnen gefragt, und die haben mir dann weitergeholfen. Also die waren ein bisschen versteckt. Wir machen mal bei Zara weiter. Und zwar habe ich mir diese Hose hier noch mitgenommen. Ja, und was fällt euch auf? Genau, dieses Detail hier. Also damit habe ich es ja im Moment total. Ich habe noch von letztem Jahr eine Hose von Zara. Allerdings war das ein bisschen ein dickerer Jeansstoff, und der ist halt etwas dünner, das heißt, wenn es dann wärmer wird, kann man die perfekt anziehen, also ja, und man schwitzt dann quasi nicht, hat aber trotzdem was Schickes an. Mir gefällt sie halt total gut. Sie hat jetzt hier unten auch wieder ein Detail, und zwar diesen Reißverschluss und dann halt das hier am Knie, was mir halt super gut gefällt, für 39,95 €. Ja, in der Preiskategorie liegen ja meistens die Hosen, also da kann man nichts falsch machen. Man hat seine Freude dran, auch beim Waschen, da hatte ich noch nie Probleme, und deshalb gebe ich da gern die 40 € aus. Sie ist halt ja, vom Stoff her nicht ganz so dick wie diese hier zum Beispiel. Ne? Also mit der hier werde ich dann tagsüber mit Sicherheit, wenn es wärmer ist, ja, dann schwitzen. Deshalb habe ich mir halt gedacht, ist die dann eher was
für abends oder halt für kältere Tage sozusagen. Was ich mir dann noch dazu gegönnt habe, ist dieses Teilchen hier. Und ich bin schwer verliebt. Das hatte ich schon vor ein paar Wochen gesehen, als ich in Frankfurt war. Und da war es mir so ein bisschen zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe dann den Vergleich gemacht. Ich war dann bei Pimki und da hatten die auch solche Oberteile, auch in einem Gelb. Die hatten auch noch andere Farben, aber ich habe das dann auch anprobiert. Der Ausschnitt, der war weiter als das hier, aber man hat schon gemerkt, dass es einfach vom Material und von der Verarbeitung nicht so hochwertig einfach war. Und das war nur 5 Euro günstiger. Und deshalb habe ich mich dann doch für dieses hier entschieden. Und ihr könnt es schon sehen, ich halte es ja schon die ganze Zeit hoch. Ich finde es so edel gemacht. Ich freue mich so sehr darauf, das anzuziehen. Vielleicht dann an einem Feiertag, bald ist ja wieder Feiertag. Und da ist man einfach ganz schick angezogen hier mit diesen Details. Und dann vielleicht noch mit dieser weißen Hose hier. Also so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Die Haare schön, vielleicht geflochten hier noch an der Seite. Also ja, ich bin ganz verliebt in dieses Oberteil. Und das hat gekostet, sage ich euch, 25,95 €. Das ist natürlich eine Stange Geld für so ein Oberteil, aber für einen Sonntag oder Feiertag oder für was Besonderes, ja, da werde ich das auf jeden Fall dann anziehen und ich freue mich schon riesig drauf. Jetzt kommen wir mal zu einem Maxi-Kleid. Und zwar hatte ich das schon gesehen, als ich bei Zara reingekommen bin. Und das ist mir dann die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe dann erstmal die 2 Sachen gekauft, bin dann nochmal weitergelaufen in die Innenstadt, dann habe ich noch was gegessen und dann habe ich den Mädels per WhatsApp dieses Bild hier geschickt gehabt, also vorher schon. Und die haben dann auch gesagt, boah, das sieht so schön aus, nehm das. Aber bei Maxi-Kleidern ist bei mir das Problem, dass ich halt einfach zu klein bin und dass das dann halt irgendwie nichts aussieht, ne? Und dann musste ich wirklich nochmal zurückgehen zu Zara, also ich musste da dran vorbeilaufen, das war jetzt nicht weiter dramatisch. Bin rein und habe mir es geholt. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, denn ich habe es dann daheim erst anprobiert. Ich hatte nämlich dann keine Zeit mehr bei Zara. Habe es einfach mitgenommen und mir gefällt es so, so gut, weil es ist gar nicht so lang, wie ich gedacht habe. Es passt mir wirklich gut, wenn ich dazu dann Keilabsatzschuhe anziehe. Es ist wirklich von der Länge perfekt. Also man sieht nicht zu viel von dem Absatz. Das mag ich nämlich nicht. Und es ist nicht zu arg auf dem Boden. Also es ist genau die richtige Größe und Länge meine ich. Natürlich bin ich ganz aufgeregt. Also es kommt jetzt vielleicht nicht so schön rüber in der Kamera, aber angezogen ist es echt ein Traum. Es ist so edel. Und auch vom Ausschnitt her gefällt es mir gut mit dem richtigen BH. Einfach total schön. Ich bin schwer begeistert, ihr merkt es schon. Das hat jetzt gekostet 59,95 €. Größe XS, das ist natürlich auch eine Stange Geld für so ein Kleid, aber man sieht halt, dass es hochwertig ist, es ist schön verarbeitet und mir gefällt es halt total gut. Ja, vielleicht für einen besonderen Anlass an einem Sonntag oder so oder wenn man eingeladen ist bei Freunden zum Kaffee, also da kann ich mir das Kleid auf jeden Fall super gut vorstellen. Das ist natürlich jetzt hier für mich nicht für den Alltag geeignet, das muss ich schon dazu sagen. Also wenn ich jetzt mit dem Kleid meine Kinder von der Schule abhole, dann denken wahrscheinlich alle anderen, ich wäre völlig übergeschnappt. Aber wie gesagt, für einen besonderen Anlass werde ich dieses Kleid auf jeden Fall tragen und da freue ich mich schon riesig drauf. Wir machen mal noch mit einem anderen Maxi-Kleid weiter und bei mir ist es nämlich dass ich total die Schwierigkeiten habe, solche Kleider zu finden tatsächlich, weil ich ja so klein bin. Und wie gesagt, ich mag das dann nicht mit den Schuhen, wenn man dann den Schuh zu arg sieht oder Also ich bin da etwas kompliziert, aber an einem Tag habe ich genau 2 Maxi-Kleider gefunden und ich hatte gar nicht danach gesucht. Das ist meistens so, oder? Sagt mir mal bitte, dass es euch auch so geht, weil sonst fühle ich mich schlecht. Nein, also ich habe hier noch dieses Maxi-Kleid gefunden und zwar eben bei Zapata. Das war das Geschäft, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Die Marke ist Apricot. Kennt ihr vielleicht, habe ich auch schon ein paar Sachen. Es ist von der Preis-Leistung her echt total in Ordnung. Also ich würde es schon mit H&M gleichsetzen. Das hat jetzt gekostet 44,95 € und mir gefällt es halt so, so gut, weil es mir obenrum super gut passt. Dadurch, dass es hier nämlich nochmal diesen Gummi hat, also genau unter der Brust hat es diesen Gummi und der Ausschnitt, der macht halt ein total schönes Dekolleté. Und dann hat es auch noch so Puffärmelchen hier und von der Länge passt es einfach super gut.
und die Farbe gefällt mir halt. Und ja, ich bin auch schwer begeistert von dem Kleid hier. Das kann ich mir auch gut für einen Spaziergang vorstellen oder auch, wenn man wieder irgendwo eingeladen ist. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon, das zu tragen. Und dann habe ich mir noch eben bei Zapata ein T-Shirt mitgenommen. Und da habe ich auch voll lang überlegt, da war ich dann in der Umkleidekabine, habe den Mädels ein Bild geschickt, das ich gemacht habe, ein Selfie. Und ja, weil ich habe dieses T-Shirt nämlich in die Hand genommen und da hat mir das sofort gefallen. Ich habe gewusst, okay, dieses T-Shirt hier, das kaufst du dir, weil es einfach total edel gemacht ist. Es hat nämlich hier diese Pailletten und die sind wirklich ganz akkurat da drauf genäht. Also da steht auch nichts ab und es ist auch vom Preis her eher ein bisschen teurer. Also 24,95 Euro habe ich dafür bezahlt, aber als ich es angezogen habe, war ich auf einmal schlagartig total verunsichert, weil, vielleicht seht ihr das jetzt gar nicht, also mir ist es nicht aufgefallen, aber vielleicht könnt ihr es euch jetzt denken, diese Ohren, die sind genau auf der Brust. Und das sieht schon echt ein bisschen komisch aus. Also diese Aufdrucke, so rum, mag ich eigentlich gar nicht. Und ich finde es aber trotzdem total edel gemacht, auch von der Farbe und von der Aufmachung her. Dieses Design hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen in der Kamera. Es ist so ein bisschen verwaschen, so ein bisschen verrucht, verraucht. Verrucht ist was anderes, gell? Heute habe ich einen kleinen Sprachfehler. Okay. Also auf jeden Fall habe ich es dann angezogen und das Foto gemacht. Und die Mädels haben dann gesagt, Heidi, das nimmst du auf jeden Fall mit. Und ich habe mir jetzt halt das so überlegt, dass ich da so einen Blazer draufziehen werde. Ich habe hier so einen Fledermaus-Blazer. Also die fallen dann hier so zur Seite. Die, das fällt halt so schön hier, ne, so zur Seite. Heute habe ich echt Wortfindungsstörungen, aber das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Also auf jeden Fall habe ich mir das so gedacht und das verdeckt es so hier so ein bisschen. Und dann sieht es echt top aus. Also ja, gefällt mir total gut und ich musste es einfach mitnehmen, weil es halt so edel gemacht ist. Jetzt werdet ihr euch denken, mein Gott, die ist ja verrückt, die Heidi. Und zwar war ich in einem Geschäft, das nennt sich Cabana. Ich weiß, dass es solche Filialen in mehreren Städten gibt, das habe ich schon gesehen. Und da bin ich so durchgeschlendert, da gehe ich eigentlich jedes Mal rein, was aber nicht bedeutet, dass ich jedes Mal was finde. Und davor war ich ja im Zara, habt ihr ja gerade schon gesehen. Und dann ist mir wieder diese schwarze Lederjacke in die Augen gestochen. Oh mein Gott, sie verfolgt mich. Falls ihr mein Follow Me Around gesehen habt, mein letztes, dann wisst ihr, von wovon ich rede gerade. Diese Jacke, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar ist es wie so eine richtig coole Rocker-Biker-Jacke, die hier an der Seite, so an der Taille runter, so so ganz gerafft ist und so richtig cool gemacht. Ich habe die schon bei mehreren gesehen, also an mehreren Mädels quasi. Und immer ist mir diese Jacke nicht aus dem Kopf gegangen. Und jetzt hat sie mich wieder verfolgt, als ich bei Zara war. Ich habe mir aber gedacht, Mensch, die ist schwarz, ne? Und wenn die Sonne jetzt rauskommt und wenn dann Sommer ist, da will ich mit Sicherheit nicht so eine dicke schwarze Lederjacke tragen, ja? Für 60 Euro habe ich mir gedacht, nee, da wartest du lieber noch ein bisschen. Ja, und dann war ich, wie gesagt, im Cabana. Lauf so durch, habe ein bisschen geguckt und was fällt mir da auf? Genau, eine Lederjacke. Also es ist kein Leder, es ist Imitat natürlich, ist klar. Und ta-ta-ta-ta, was seht ihr für eine Farbe? Genau, die ist doch viel, viel cooler jetzt für den Frühling und für den Sommer. Also die Farbe ist absolut genial und sie ist auch cool gemacht, weil sie hat hier oben eben dieses Detail. Bei der Zara-Jacke ist es halt hier so. An den Seiten, ne, dieses Detail hier, aber es ist egal, mir gefällt sie trotzdem total gut, weil sie ist schön eng, also sie ist total tailliert geschnitten, sehr figurbetont, gefällt mir aber trotzdem total gut, also ich bin schwer verliebt in diese Jacke, ich habe sie mir dann gleich anprobiert, sie war tatsächlich auch noch in meiner Größe da, hier ist dann nochmal so ein Gürtel mit dabei, den habe ich jetzt da vorne in der Tüte liegen und den kann man halt wegmachen oder dazu machen, beides schön, gefällt mir beides gut und ich sage euch den Preis und zwar habe ich bezahlt 69,90 Euro. Das ist natürlich echt eine Stange Geld, aber ich weiß ganz genau, ich kenne mich. Ich werde damit einige Jahre meine Freude haben, also mit Sicherheit. Ich habe eine andere, vor 3 oder 4 Jahren so eine cognacfarbene Lederimitatjacke bei Zara gegönnt. Die war auch nicht günstig und die habe ich heute noch und ich werde immer danach gefragt, wo ich die denn her habe. Und ich kann mich einfach lang dann an sowas erfreuen, wenn ich
lang drauf wartet, beziehungsweise wenn ich drauf suche und genau das Richtige dann finde. Und ja, so ist es halt bei mir. Und wie gesagt, deshalb weiß ich, dass ich damit auf jeden Fall meine Freude haben werde. Ja, und als nächstes war ich dann bei IAM. Wie gesagt, habe ich euch ja schon erzählt. Ich gehe da immer mal vorbei. Ich finde da auch immer was, dummerweise. Aber ja, die haben halt echt schöne Sachen und die sind jetzt vom Preis her total in Ordnung. Da habe ich mir drei Sachen gegönnt und zwar zum einen dieses hier für die Haare. Ja, mag ich jetzt dann mal schauen, ob ich da ein paar Frisuren mitzaubern kann. Also entweder dann halt hier so oder hier oben im Haar. Mal gucken, wie ich das mache. Also auf jeden Fall mag ich halt sowas gerne. Wertet immer ja auch das Outfit ein bisschen auf, ne? Und dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Das ist für den Fuß. Ja, das macht man sich dann quasi so unten am Knöchel entlang fest. Genau, und dann hat man halt auch nochmal so ein bisschen einen Hingucker. Und dann habe ich mir noch eine Tasche mitgenommen. Naja, was heißt Tasche? Das ist ja eigentlich in dem Sinn keine normale Tasche. Das ist so ein Beutel, also den man halt sich umhängt. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die Teile. Aber ich fand das Muster irgendwie so cool, ne? Mit diesen Blümchen drauf. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, wenn wir irgendwo hinfahren, ja, werfe ich einfach schnell die Sachen rein, wie Sonnencreme, Sonnenbrille, ja, kleines Fläschchen Wasser. Und dann habe ich irgendwie so ein cooles Täschchen dabei. Und die hat gekostet, ich sag's euch, 19,95 €. Genau, die hat mir auch super gut gefallen. Ja, und das war es eigentlich soweit vor meinem Einkauf. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Nö, genau, das war es. Es reicht auch. Aber wie gesagt, es waren ja verschiedene Tage, als ich losgezogen bin und das gekauft habe. Vielleicht war ja irgendwas dabei, was euch gefallen hat. Wie gesagt, dann geht mal los. Ich weiß, dass es die Sachen von Zara auch online zu shoppen gibt. Also falls ihr nicht die Möglichkeit habt, mal schnell in die Stadt zu fahren, dann guckt mal online vorbei. Ja, und ansonsten war es das jetzt soweit vor meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt auf jeden Fall die Sonne. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich sag mal tschüss und bis bald. Ciao!